Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wie eben schon angekündigt, kommt jetzt nochmal Frau Höwestedt hoch. Ich möchte sie kurz vorstellen. Also Frau Höwestedt hat, ich muss es ablesen, Publizistik, Politikwissenschaften, Spanisch, Film und Theaterwissenschaften studiert. Also gute Anlagen sind da. Von 1991 bis 1999 war sie beim Sender Freies Berlin, also bevor es zum RBB wurde, unter anderem Redakteurin beim ARD-Magazin Kontraste. War dann in den 2000er Jahren freie Autorin für das deutsche Fernsehen an der Westküste der Vereinigten Staaten. Und seit 2011 ist sie hier in ihrer jetzigen Funktion als Pressesprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, leitet hier die Stabsstelle und den Bereich Online-Kommunikation. Und sie hält jetzt einen Vortrag zum Thema, also mit dem Titel Aktiv in Sachen Demokratie und Menschenrechte, Erfahrung des Stasi-Unterlagenarchivs. Jetzt wissen Sie, wer kommt und was auf Sie zukommt. Frau Höwestedt, die Bühne gehört Ihnen. Vielen Dank. Was ich eben noch vergessen habe, bevor ich jetzt mit dem Vortrag loslege, ist, dass Sie hier in einer ganz besonderen Woche sind. Wir sind Teil von 7 Tage, 7 Orte. Kulturprojekte feiert für die Stadt Berlin den 30. Jahrestag des Mauerfalls. Und dafür sind in diesem Jahr 7 Tage und 7 Orte als Programm vorgesehen. Und die Stasi-Zentrale, das wird Sie ab, ich hoffe, 17, 18 Uhr erfreuen, erstrahlt dann in einer ganz interessanten Lichtinstallation an dieses Vergnügen. Kommen Sie sozusagen, weil die Tagung genau in dieser Woche stattfindet. Das sollten Sie sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Alles, was vor dem Haus steht, hat damit zu tun, nicht mit der Tagung. So viel haben wir nicht geschafft. Ah, nur mit der Tagung. Nur mit der Tagung. Alles für die Tagung, alles klar. Genau. Gut. Also dann, liebe Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmer, die Einladung zur Keynote heute hier war für mich eigentlich eine ganz spannende und sehr willkommene Herausforderung. Nicht nur, dass der Arbeitskreis Offene Archive beim VDA das in den Blick nimmt, was auch uns enorm wichtig ist, digitale Kommunikations-, Kollaborations- und Präsentationsmöglichkeiten von Archiven, sondern wir sind ja auch auf eine historisch besondere Art quasi ein renitent offenes Archiv, nachdem die Urheber der Dokumente, die wir heute bewahren, ganz besonders wild entschlossen waren, diese Unterlagen niemals öffentlich zugänglich zu machen. Die 2 Kernthemen der Tagung sind also quasi für uns alltägliche Begleiter unserer Arbeit. Mein Job ist es, als Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und Leiterin der Presse- und Online-Kommunikation, das Stasi-Unterlagen-Archiv zu kommunizieren. Und also ist dies meine Herangehensweise an die Betrachtung jetzt hier in der Keynote. Wie kommuniziert man dieses Archiv und wie wird das Archiv wahrgenommen? Was sind seine Aufgaben und Ziele? Und was können andere davon mitnehmen? Aktiv in Sachen Demokratie und Menschenrechte, ein Erfahrungsbericht aus fast 30 Jahren BSDU, so hatte ich die Keynote im Abstract genannt. Aber es ist vielleicht auch ein kleiner Bericht meiner ganz persönlichen Erkundung zur Geschichte dieses speziellen Archivs und seiner Wirkung für die Gesellschaft sowie anderer Archive, die ähnlich historisch eingebunden sind in die Aufarbeitung von Unrecht. Ich habe vor einigen Jahren damit angefangen und bin da neugierig in immer weitere Tiefen der Literatur zu Archiven vorgestoßen, vor allem allerdings im englischsprachigen Raum, weil ich das auch ganz besonders belebend fand, einfach von außen drauf zu gucken und ein paar andere Aspekte da mitzunehmen. Aber ich finde, das Spezielle spricht immer auch für das Allgemeine und uns alle Verbindende. Und so, das ist zumindest mein Anliegen, ist das Nachfolgende nicht nur eine Spezialgeschichte, sondern auch soll sein ein Impuls für die Bedeutung von Archiven insgesamt und unser aller Arbeit für die Öffnung von Archiven in die Gesellschaft. Ich bin bei der Erkundung über die Wirkung des Stasi-Unterlagen-Archivs und über die Bedeutung von Archiven für die Gesellschaft insgesamt sehr interdisziplinär gereist, also nicht verwirrt werden durch die Spannbreite der verschiedensten Ansätze. Natürlich sind die Archivwissenschaften dafür eine wichtige Ressource, aber Sie wissen vielleicht auch, dass die Literatur- und Kulturwissenschaften Archive als Analysegegenstand neuerlicher wieder intensiver entdeckt haben und die Philosophie ist ebenfalls dabei.
als bekannteste Figur vielleicht Jacques Derrida zu nennen, mit seinem wegweisenden Werk Archive Fever oder auf Deutsch übersetzt dem Archiv verschrieben. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand das in die Hände bekommen hat, aber es gibt doch sehr viele, die davon inspiriert waren, von der Theorie von Jacques Derrida, die er an Archive angelegt hat. Und weil dieses unser Archiv hier so eine sehr spezifische Funktion aus seiner Geschichte heraus hat, spielen auch die Politikwissenschaften, Friedens- und Konfliktforschung und auch völkerrechtliche Überlegungen eine Rolle. Dies nur, damit Sie etwas vorbereitet sind auf die verschiedenen Disziplinen, die sich im Laufe der Keynote einfinden werden. Ich habe meine Betrachtung also in drei Teile geteilt. Erstens geht es darum, das Stasi-Unterlagenarchiv als Teil von Unrechtsaufarbeitung ein bisschen besser kennenzulernen. Zweitens geht es etwas allgemeiner um das Thema Archive und Menschenrechte. Und drittens dann um die Digitalisierung von Informationen und die Herausforderungen von Archive in Bezug auf Demokratie und Menschenrechte. Legen wir also los mit dem Archiv, das heute hier Ihr Gastgeber ist. Das Stasi-Unterlagenarchiv ist ein Archiv, das aus der Revolution kam. Es waren die mutigen Bürgerinnen und Bürger der DDR, die bei der Entmachtung der SED, der Sozialistischen Einheitspartei, im Herbst 1989 einen Gutteil ihres Protestes auch gegen das Ministerium für Staatssicherheit richteten und es schließlich entmachteten. 40 Jahre hatte die Stasi da im Auftrag der Partei SED die Menschen überwacht und falls das verlangte, den sozialistischen Vorgaben entsprechende Verhalten nicht diesen Normen entsprach, hatte die Stasi Menschen auch verfolgt, eingesperrt und auf vielerlei Arten drangsaliert. Das Verbrechen der Menschen, die Wahrnehmung ihrer Rechte, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, aber vor allem auch und immer wieder Reisefreiheit. Die systematische Unterdrückung von grundlegenden Rechten im SED-Staat gehörte zum Funktionieren des Systems dazu. Einmal hatten sich die Menschen recht früh schon in der Geschichte der DDR, nämlich 1953, gegen die Einparteiendiktatur zur Wehr gesetzt. 1 Million Menschen waren beim Aufstand am 17. Juni auf der Straße. Nur mit der brutalen Macht sowjetischer Panzer konnte dieser Aufstand niedergewalzt werden. Aber nie wieder sollte das Misstrauen der Macht gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger schwinden. Und weil also die Machthaber immer wieder in Sorge waren, dass der Unmut gegen die Unterdrückung zu groß werden könnte, war die Geheimpolizei Stasi als quasi Frühwarnsystem gegen politischen Widerstand unverzichtbarer Teil der Machtausübung. Aber um eben rechtzeitig zu wissen, wann Menschen sich systemkritisch verhalten, galt es vor allem auch im privaten Leben der Menschen, Gedanken und Ideen in Erfahrung zu bringen. Es war vor allem der wohlbemerkte Versuch einer flächendeckenden und vor allem bis in die kleinsten Ritzen des privaten vordringenden Überwachung, die die Stasi am Ende der DDR zum verhassten Symbol des SED-Regimes machte. Dafür nutzte die Stasi umfänglich den Einsatz von inoffiziellen Mitarbeitern, kurz IM genannt, oft reguläre Bürgerinnen und Bürger, die für die Stasi als Informanten arbeiteten und deren Berichte in den Unterlagen landeten. Aber auch die stete Überwachung der Post und womöglich das Abhören von Telefonen oder gar Wohnungen gehörte zum Rüstzeug, sowie, und das ist oft gar nicht so stark beachtet, aber die umfängliche Zusammenarbeit mit allen anderen staatlichen Stellen, um unliebsame oder kritische Menschen ausfindig zu machen und auch zu bedrängen. Dafür braucht es schlussendlich nicht immer nur die Stasi. Als also wenige Wochen nach der Maueröffnung, am 9. November 1989, die Nachricht von umfassender Vernichtung von Stasi-Unterlagen die Runde machte, begannen mutige Bürgerrechtler und auch engagierte Bürgerinnen und Bürger im Dezember 1989 die Dienststellen der Stasi zu besetzen. Mit dem Vordringen von Tausenden von Menschen auf das Gelände der Ministeriumszentrale hier in Berlin am 15. Januar 1990, also 6 Wochen nach den ersten Besetzungen in den Bezirken, war auch symbolisch die Macht der Stasi gebrochen. Aus diesem emanzipatorischen Akt der Befreiung von der SED-Diktatur und der Verfolgung durch ihre Geheimpolizei entstand eine der zentralen Forderungen der friedlichen Revolution, für jeden Archivar ein toller Slogan, Freiheit für meine Akte. Diese Forderung nach Aktenzugang
musste ein zweites Mal im Prozess der Vereinigung erkämpft werden. Kurz vor dem 3. Oktober 1990 wurde das Gelände der Stasi-Zentrale erneut besetzt, um auch im Einigungsvertrag die Öffnung der Akten durchzusetzen. Die Umstände der Öffnung des Archivs sind also historisch einmalig. Niemals zuvor war es gelungen, ein komplettes staatliches Geheimarchiv mit einer umfänglichen Dokumentation von 40 Jahren geheimpolizeilicher Arbeit für die Gesellschaft zu öffnen. Dies stellte enorme Herausforderungen an das Regelwerk des Zugangs für die Nutzer, aber auch an den Erwerb der Kenntnisse über diese Ablagen. Es hatte zudem auch archivfachliche Konsequenzen für den Umgang mit den Dokumenten. Es galt, den kompletten Bestand zu respektieren, einen Bestand von, wie wir mittlerweile definieren, 111 Kilometer Akten, den man durchaus als im Kern eine Registratur bezeichnen kann und dessen Archivare damals wenige Grundprinzipien sonstiger staatlicher Überlieferungen für ihre Arbeit zu beachten hatten. Die revolutionäre Forderung nach Aktenzugang ging einher, vor allem mit dem Wunsch nach Aufklärung des eigenen Schicksals, aber auch mit dem Wunsch, die Mechanismen der Diktatur offenzulegen und die Verantwortlichen für die Diktatur zu benennen. Vor allem auch die geheime Zusammenarbeit offenzulegen und womöglich Verantwortliche auch rechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Die Inhalte von Transitional Justice Mechanismen waren mit dem Aktenzugang quasi organisch verknüpft. Auf den Begriff gehe ich gleich noch einmal genauer ein, aber hier das, was mit dem Prozess der Aktenöffnung damals verknüpft wurde. Es sollte also sichergestellt werden, dass Verantwortlichkeit benannt wird, dass die Wahrheit über das Unrecht auf den Tisch kommt, dass Rehabilitierung passieren kann und Entschädigungen gezahlt werden können, dass Vertrauen in die Institutionen der neuen Gesellschaft entstehen kann und dass eine kritische Erinnerung an das Unrecht seine Wiederholung verhindert. All dies wurde mit dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 über die organisatorische Form eines Sonderbeauftragten, der gut ein Jahr später der Bundesbeauftragte wurde, ermöglicht. Denn, das muss man vielleicht auch noch mal aus der Zeit heraus verstehen, niemand wusste, welche Sprengkraft der Aktenzugang haben könnte und welche Begehrlichkeiten erwecken kann. Ein vom Bundestag direkt gewählter Beauftragter, der dann unabhängig auf Basis des noch zu verabschiedenden Stasi-Unterlagengesetzes sein Amt ausübte, das erschien das probate Konstrukt, das sich auch über drei Jahrzehnte bewährt hat. Unabhängig in der Amtsausübung, aber an das Spezialgesetz gebunden, haben die drei Bundesbeauftragten die Aufarbeitung der SED-Diktatur oft auch jenseits der Verantwortung für die Stasi-Akten jeweils verkörpert. Das Stasi-Unterlagengesetz ermöglicht seit seiner Verabschiedung Ende 1991 den Spagat zwischen der Transparenz staatlichen Handelns und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte derer, die in den Akten behandelt werden. Es hat die Überprüfung des öffentlichen Dienstes ermöglicht, den Zugang für Forschung und Medien und vor allem den Zugang der Betroffenen. Über 7 Millionen Anträge sind seit 1991 zu den Akten eingegangen. Dem ungewöhnlichen Gegenstand geschuldet ist es auch, dass der Bundesbeauftragte in seinem Aufgabenkatalog neben der Sicherung und Zugänglichmachung der Akten auch selber einen sogenannten Unterrichtungsauftrag erhielt. Dieser führte zur Einrichtung unserer Forschungs- und Bildungsabteilung und einer dezidierten und umfangreichen Öffentlichkeitsarbeit zum Archiv, die vor allem auch in den letzten Jahren verstärkt im digitalen Raum stattfindet. Diese also nun fast 30-jährige Erfahrung, ein Archiv zur Aufarbeitung einer repressiven Vergangenheit zu nutzen, führt auch immer wieder zu intensivem Austausch mit internationalen Gästen. Oft erleben diese selber Situationen des Umbruchs oder befinden sich in einer längeren Phase des Gesellschaftsaufbaus nach Konflikten und wollen von unseren Erfahrungen lernen. Dabei erzählen wir die Geschichte des Archivs in drei Begriffen. Aus der Repression der Einparteiendiktatur ist ein Archiv entstanden, das die Arbeit der Geheimpolizei Stasi über 40 Jahre lang dokumentiert. In der Revolution wurde der Zugang zu diesen Akten für das vereinte Deutschland errungen, weil die Unterlagen als Dokumentation der Verletzung von Menschenrechten begriffen wurden. Und seither ermöglicht der BStU Aufklärung über das Vergangene mit dem Archiv am historischen Ort
online und durch Publikationen und Veranstaltungen. Dieser Dreiklang also von Repression, Revolution und Aufklärung ist ein Kernstück der Kommunikation unserer Arbeit. Und im Gespräch mit den internationalen Gästen wird es schnell lebendig. Wir leben heute eure Geschichte. Das haben schon viele der internationalen Besucher des Archivs gesagt. Ein aus China verbannter Journalist zum Beispiel oder der türkische Schriftsteller und Journalist Can Dündar, der zurzeit im deutschen Exil lebt. Den Inhalt des Archivs und das, was die Dokumente festhalten über die Zeit der Repression in der DDR, sie klingen in deren Ohren wie eine Beschreibung des Ist-Zustandes in ihren Ländern. Aber gleichzeitig, so hat es Can Dündar formuliert, symbolisiert das Archiv für ihn, so wie es heute dasteht, auch die Hoffnung auf das Ende von Repressionen, ihre Überwindung und die Möglichkeit von Demokratie. In diesem Kontext hat auch die spezifische Qualität der Dokumente, also ihre Eigenschaft als offengelegte Geheimdienstdokumente, eine ganz neue Aktualität erfahren. Die Diskussion um Datensammlung und das staatliche, aber auch privatwirtschaftliche Eindringen in die Privatsphäre jedes Einzelnen hat dem Archiv eine weitere Dringlichkeit beschert. Die Fragen an das Stasi-Unterlagenarchiv heute haben auch mit ganz aktuellen Themen der Demokratie zu tun. Ist das heute schlimmer als früher? Wie hat Überwachung eigentlich genau funktioniert? Was hat der Staat damals mit den Daten gemacht? Das Archiv wurde in dieser Debatte ausgelöst, nicht zuletzt durch die NSA-Skandale und Edward Snowden, wurde Teil dieser aktiven Diskussion in der Demokratie. Das Stasi-Unterlagenarchiv erlaubt einen Blick hinter den Schleier staatlicher Überwachung. Es ermöglicht das Studium der Mechanismen der Geheimhaltung und des Umgangs eines undemokratischen Staates mit persönlichen Daten. Und es ermöglicht damit, auch Antworten auf die heutigen Herausforderungen zu finden. Diese Einsicht der Lebendigkeit des Archivs für die Fragen der Demokratie ist auch durch unsere internationalen Gäste befördert worden. Das Stasi-Unterlagenarchiv gehört zu dem, was international als Menschenrechtsarchiv gesehen wird. Und damit komme ich zum zweiten Aspekt der Keynote: Archive und Menschenrechte. Lassen Sie mich dafür auch nochmal einen Rahmen setzen, der erneut an die Umwälzungen der Jahre 1989-90 anknüpft. Die Umwälzungen, die das Ende des Kalten Krieges bedeuteten, hatten vielerlei Folgen. Auch die Folge, dass sich auf internationaler Ebene Archive mit dem Menschenrechtsgedanken stärker verknüpften. Dieser Entwicklung liegt unter anderem die Erfahrung mit den osteuropäischen Geheimpolizeiarchiven zugrunde. Die Notwendigkeit der Aufarbeitung der gerade überwundenen kommunistischen Regime zum Wohle der sich entwickelnden Demokratien war nach dem Umbruch offenkundig. Die Dokumente der Repression spielten dabei eine zentrale Rolle. Wie genau sich das in Deutschland entwickelte, das habe ich gerade ja ausführlicher erläutert, aber, das ist nicht unwichtig, auch in Polen, Rumänien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien und Tschechien wurden die Geheimpolizeiarchive der kommunistischen Führung zu lebendigen Teilen der Aufarbeitung jüngster Vergangenheit, wenn auch mit einiger Verspätung und jeweils eigenen Nuancen. Während es in Deutschland gleich 1990 begann, dauerte es in den übrigen Ländern 8, 10, 13 und 16 Jahre länger. Und 2008 haben wir uns hier in Berlin ein Netzwerk gegründet mit all den Vertretern der osteuropäischen Geheimpolizeiarchive. Und wir haben heute auch einen Gast aus Polen dort, der das IPN vertritt. Über das in diesen Akten Dokumentierte ließ sich die systematische Repression der kommunistischen Einparteiensysteme belegen. 1994 schon nahm die UNESCO zusammen mit dem ICA, dem Internationalen Archivrat, das zum Anlass, eine Studie zu erstellen. Sie erschien 1997 unter dem Titel Archive der Sicherheitsdienste der ehemals repressiven Regime. Die in der Studie untersuchten Archive nahmen allerdings folgende Länder in den Blick: Brasilien, Chile, Deutschland, Ungarn, Lettland, Litauen, Paraguay, Polen, Portugal, Russland, Südafrika, Spanien und Simbabwe. Und ich wollte diesen großen Strauß an Ländern aufzählen, weil damit auch ein Zeitraum von Umbrüchen zwischen 1974 und 1994 erfasst ist, in denen überall in diesen Ländern politische Umbrüche zu verzeichnen waren, die das breite Spektrum dieser Umbrüche zeigen. Es war das Ende von Militärdiktaturen, das Ende der Apartheid oder eben das Ende der kommunistischen Diktaturen Osteuropas.
Der Bericht ist sozusagen ein erster Meilenstein auf dem Weg zur Anerkennung der Rolle von Archiven im politischen Übergang. Das Thema des Übergangs ließ aus dem gleichen historischen Zusammenhang auch ein neues juristisches wie politikwissenschaftliches Analysefeld entstehen, für das sich seit den frühen 90er Jahren der Begriff Transitional Justice etabliert hat. Der englische Begriff lässt sich im Deutschen in zwei Varianten übersetzen, die die Diskussion um diese Prozesse des Übergangs bestimmen. Einerseits steht Transitional Justice für Übergangsjustiz. Im Nachgang von repressiven Regimen geht es vor allem darum, Verantwortlichkeit für Tote und Gefolterte, Verschleppte, Verhaftete und Verfolgte, aber auch für Korruption und Unterschlagung, Wahlbetrug und Rechtsbeugung festzuschreiben und zu bestrafen. Das ist die juristische bzw. auch völkerrechtliche Komponente, wenn es denn um internationale Verfolgung von Genozid und ähnliche Sachen geht. Aber das Wort kann man eben auch im Deutschen mit Übergangsgerechtigkeit übersetzen. Und damit ist eigentlich ein viel umfassenderer Prozess im Nachgang des repressiven Regimes gemeint, der auch die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der Teilhabe am neuen Gemeinwesen mit in den Blick nimmt, wenn es darum geht, Unrecht der Vergangenheit anzugehen. Dazu gehört auch, auf historisch lang zurückliegende Ursachen einzugehen, die bisweilen der repressiven Phase vorausgehen oder aber auch mit der Länge und Schwere der Repression zu tun haben. Deswegen auch nochmal der Hinweis auf diese unterschiedlichen Arten von Repressivität. Das Apartheid-Regime ist sicherlich anders zu bewerten, dessen Ursachen und die koloniale Vorausherrschaft hat viel damit auch zu tun, als die kommunistischen Einparteiensysteme oder lateinamerikanische Militärdiktaturen. Die Erkenntnis über das Unrecht des vergangenen Regimes, die Benennung seiner Verantwortlichen und ihre Bestrafung sowie die Wiedergutmachung an den Opfern, aber auch die Verankerung der Erinnerung an das Unrecht. All das sind Elemente der Transitional Justice. Sie erinnern sich, diese Punkte waren auch für die Dissidenten der DDR wichtig, als sie den Aktenzugang erkämpften. Die Grundelemente der Transitional Justice sind allen Postkonfliktsituationen innewohnend. Sie werden als unverzichtbar für den Aufbau einer neuen, demokratischeren Ordnung gesehen. Der Begriff und die mit ihm verknüpften Mechanismen zur Erreichung der Ziele haben mittlerweile auch Eingang in Empfehlungen und Dokumentationen bei den Vereinten Nationen gefunden. In diesem Bemühen also, einen Umgang mit dem Unrecht der Vergangenheit zu finden, der das friedwürdige Zusammenleben in der neuen Gesellschaft ermöglicht, sowie die neue Gesellschaft demokratischer zu gestalten, bei diesen Bemühungen haben Archive eine wichtige Rolle eingenommen. Denn immer wieder kommt es darauf an, dass das, was geschehen ist, auch beschrieben und belegt werden kann. Neben den Zeitzeugen liefern vor allem Archive dafür eine unverzichtbare Basis. Ihre Rolle ist der auch in weiteren relevanten internationalen Dokumenten verankert. The right to know, das Recht auf Wissen, das Recht also zu wissen als Opfer einer staatlichen Gewaltanwendung, wer hat welche Handlung mit welchen Folgen begangen, dieses Recht ist seit 1997 in den sogenannten Joanet-Prinzipien des UN-Menschenrechtskommissars festgelegt, die sich vor allem mit dem Problem der Straffreiheit nach systematischem staatlichem Unrecht beschäftigen. Darin geht es also auch um das Recht auf Wahrheit, Right to Truth, sowie die Verpflichtung zur Dokumentation staatlichen Handelns, the duty to record. All dies, um die Verantwortlichen staatlicher Gewaltausübung auch bestrafen, im Mindesten aber benennen zu können. Und den Opfern das Wissen über die Abläufe von Gewalttaten oder das Verschwinden von Angehörigen beispielsweise zu geben. In ihrer Weiterentwicklung wurden die Joanet-Prinzipien 2005 als ein Katalog an Prinzipien, der den Schutz und die Akzeptanz von Menschenrechten durch den Kampf gegen Straflosigkeit verbessern sollte, ebenfalls beim UN-Menschenrechtskommissar verabschiedet. Kurz gefasst sind sie seither auch als die Joanet-ordentlicher Prinzipien benannt, nach den beiden, die sie verfasst haben. Von den 38 Prinzipien beziehen sich 5 spezifisch auf Archive. Darin geht es um die Bewahrung von und die Zugangsgewährung zu Archiven, die Zeugenschaft für Menschenrechtsverletzungen liefern können. In diesem Zusammenhang wird auch oft der Begriff des Menschenrechtsarchivs verwandt, ohne dass er bislang einer exakten Definition unterliegt. Aber Archive spielen auch in den grundlegenden allgemeinen Prinzipien bei Joanet-Ordentlicher eine Rolle, wie sich das in Prinzip 3 darstellt,
was ich gerne mal kurz hier verlesen möchte. Da geht es um die Verpflichtung, Erinnerung zu bewahren. Das Wissen, auch um die Geschichte der eigenen Unterdrückung, ist Teil des Kulturerbes einer Nation. Daher muss sichergestellt sein, dass der Staat seine Verpflichtung erfüllt, Archive und andere Beweismittel der Unterdrückung von Menschenrechten und Kriegsverbrechen zu bewahren, sowie Zugang zu Wissen über diese Verletzungen zu erleichtern. Diese Maßnahmen dienen dazu, das kollektive Gedächtnis vor Amnesie zu bewahren und insbesondere vor der Entwicklung von revisionistischen oder verneinenden Argumenten zu schützen. Also diese prinzipielle Zuschreibung der Rolle von Archiven in Unrechtskontexten ist international in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich verankert worden. Das macht sie nicht unbedingt im Alltag aller Archive bemerkbar, aber es stärkt die archivische Arbeit nicht nur aus sich selbst heraus, sondern eben auch durch diese internationalen Prinzipien, die dem Archivgut, der Dokumentation staatlichen Handelns weitere gesellschaftliche und auch moralische Bedeutung geben. Und erlauben Sie mir hier einen kleinen Einschub, weil ich da im Oktober eingeladen war. Das Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth, ich weiß nicht, das wird einigen sicherlich bekannt sein, sowie die vor kurzem vom Bundesministerium der Finanzen erst beschlossene Gesamtarchivierung aller Akten zu den Entschädigungsgesetzen bzw. Wiedergutmachungsgesetzen nach der NS-Diktatur kann man in diesem Kontext wohl als mit der Philosophie dieses Prinzip sehr zu vereinbarenden Entschluss werden. Ich weiß nicht, ob das schon sehr bekannt ist, aber das ist für alle Archive, die daran beteiligt sind, eine Riesenherausforderung, die Entschädigungs- und Wiedergutmachungsakten in ihrer Komplettheit zu bewahren. Aber diesen Entschluss gibt es und dazu soll auch im nächsten Jahr schon zumindest ein Portal eingerichtet werden, um damit zu beginnen, das miteinander zu verknüpfen. Für unser Archiv hier sind diese Prinzipien quasi Alltag der archivischen Arbeit. Mit jedem Antragsteller, der sein eigenes Schicksal aufklären will, wird staatliches Handeln transparent gemacht, wird Unrecht benannt, wird gegen Vergessen angegangen. Diese Rolle von Archiven als Bewahrer der Dokumentation, die Unrechtsaufarbeitung befördern kann, ist aus meiner Sicht auch auf alle anderen Aspekte des Verhältnisses von Staat und Bürger anwendbar. Archive bewahren, was Gesellschaft zur Auseinandersetzung braucht, mit guten wie schlechten Ideen. Daraus beziehen sie ihre fundamentale Rolle für die Demokratie, die einen steten Diskurs braucht und immer wieder neue Ideen, um die Herausforderungen der Jetztzeit zu bestehen und Zukunft zu gestalten. Und damit bin ich jetzt beim dritten und abschließenden Aspekt angekommen, den Veränderungen, die sich durch die Digitalisierung von Informationen für Archive anbahnen und Überlegungen dazu, ob sich die Rolle von Archiven für die Unterstützung von Demokratie und Menschenrechten im digitalen Informationszeitalter verstärken kann. Nicht, dass nicht jeder und jede von Ihnen das auch selbst so beschreiben könnte, aber die zentralen Rahmenbedingungen der digitalen Informationswelt und ihre Auswirkungen auf Archive sind auch schon länger allgemein bekannt, wie zum Beispiel der EU-Kommissionsreport über Archive in der erweiterten Europäischen Union schon 2005 formuliert hat. Ich übersetze das einfach mal. Oh, Entschuldigung. Falsch. Da sind wir. Da. Die veränderten sozialen Erwartungen an die Rolle des Archivars im 21. Jahrhundert sind getrieben von der schwindenden Bedeutung, die Ort, Zeit und Medium im Zeitalter des Zugangs haben, weil moderne Informations- und Kommunikationstechnologien dies möglich machen. Diese Tatsachen bedeuten, dass Bürgerinnen und Bürger freien Zugang zu authentischen Informationen erwarten, und zwar 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, wo auch immer sie sich gerade zufällig aufhalten. Information on request. Information als sofortiges Verlangen, explizit und implizit, sofort und überall, in dem uns genehmen Format, so beschreibt der niederländische Archivwissenschaftler Erik Kettelaar die veränderte Nutzerlandschaft auch für Archive. Die nachfragegetriebene Suche nach Antworten auf meine Fragen, wann und wo ich sie will, kann auch an der Art, wie Archive arbeiten, nicht vorbeigehen, wenn sie ihre Relevanz nicht nur historisch und theoretisch behaupten wollen. Digitalisierung, jenseits von Technik und Kosten, ist aus meiner Sicht durchaus positiv für Archive.
Denn Digitalisierung sollte das erleichtern, was Archive für die Gesellschaft relevant macht, nämlich den Zugang zu den Informationen. Robert Kretschmer, der ehemalige Präsident des Landesarchivs Baden-Württemberg, hat schon 2010 in seinen Überlegungen zu Archiven im 21. Jahrhundert einen wichtigen Nexus beschrieben. Nur genutztes und der Öffentlichkeit vermitteltes Archivgut dient der Transparenz und stärkt die Demokratie. Und nur vermittelt dient es der Identitätsstiftung und Pflege. Und das sollte in digitalen Zeiten eigentlich nur einfacher werden. Die zentrale Konstante der archivischen Arbeit, so schreibt Kretschmer, ist die kontinuierliche Öffnung in die Gesellschaft. Die Digitalisierung beschleunigt diese Öffnung in ungeahnter Weise. Die neuen Möglichkeiten zu nutzen, die Verhandlung über die Inhalte von Archiven zu erweitern und in aktuelle gesellschaftliche Kontexte zu bringen, das ist die Herausforderung der Archive unserer Zeit. Es mag so erscheinen, als sei das Stasi-Unterlagenarchiv durch seine historisch einmalige Entstehungsgeschichte und die Qualität der Dokumente auf eine besondere Art prädestiniert, seinen Wert auch aktuell einbringen zu können. Das Schlagwort einer überwachten Gesellschaft ist eben auf eine neue oder andere Art auch in den Demokratien heute präsent. Ich glaube aber, dass in fast jedem Archiv ein Aspekt steckt, der zum Dialog über das Heute einladen kann und dass die Digitalisierung dabei einen enormen Vorteil bietet. Und dazu braucht es die stete Arbeit am verbesserten Zugang. Angelika Menne-Haritz, ehemalige Vizepräsidentin des Bundesarchivs unter anderem, beginnt ihren Aufsatz über das Paradigma des Zugangs schon im Jahre 2001 in der ersten Ausgabe der Zeitschrift Archival Science mit den noch immer spürbaren Schockwellen, die vom Ende des Kalten Krieges ausgingen. Archive hätten dadurch eine neue Aktualität gewonnen, die den Zugang zu den Dokumenten als vordringliche archivarische Aufgabe erscheinen lasse und weniger die Konzentration auf Verwahrung und Verzeichnung als zentrale Herausforderung. Auch angesichts der deutlicher werdenden Konturen eines digitalen Alltags, am Anfang des Jahrhunderts schreibt sie damals, Open Archives mean availability of answers. Offene Archive bedeuten die Verfügbarkeit von Antworten. Und damit setzt auch eine Marschroute für die Archive, für die Rolle von Archiven in der digitalen Informationsgesellschaft. Und damit ist diese Marschroute gesetzt. Im angloamerikanischen Raum unter australischen, kanadischen und US-amerikanischen Archivwissenschaftlern ist seit Jahren und eigentlich auch schon seit Jahrzehnten vor diesem Hintergrund eine intensive Debatte über die Rolle von Archiven im Gange, die auch im Kern auf das Selbstverständnis der archivischen Profession zielt. Als Stichworte möchte ich hier nennen die Idee eines Record Continuums, also das Konzept eines unbegrenzten Kontinuums der Archivale, deren Archivierung eigentlich nie abgeschlossen ist. Diente dieses Konzept zunächst vor allem im australischen Kontext der archivfachlichen Verknüpfung von historischen und aktuellen Akten, so hat sich die Idee konzeptionell auch ausgedehnt auf die Interaktion mit dem Archivgut. Im Englischen ist das Wort Activation, Aktivierung, da das Stichwort. Hier wird von den entsprechenden Autoren gesehen, dass jede Aktivierung eine Geschichte fortschreibt, die zur Archivale gehört. Diese Aktivierung der Dokumente und die vielgestaltigen Interaktionen mit den Nutzerinnen und Nutzern sollten der Akte beigefügt werden. Sie ist als Teil der Archivale zu verstehen und schreibt in dem Sinne die Bewertung und Beschreibung der Akte kontinuierlich fort. Digitalisierung macht diese Vorstellung der Dokumentation der Nutzung durchaus möglich und nicht nur eine theoretische Überlegung. Sie erweitert die Arbeit im Archiv um eine neue Komponente, die in einer globalen, vernetzten Welt nicht nur technisch möglich ist, sondern auch den Bedürfnissen der Nutzer entspricht. Dass sie althergebrachte Prinzipien der Archivarbeit im Mindesten hinterfragt, ist offenkundig. Die Digitalisierung von Informationen, aber auch von Archivalien, führt zu weiteren theoretischen Überlegungen, die das archivarische Arbeiten umkrempeln wollen. Da geht es um Konzepte partizipatorischer Archive, die insbesondere im Menschenrechtskontext als ein neues und unverzichtbares Konstrukt gesehen werden. Sie wurden bislang vor allem theoretisch entworfen. Die Beschreibung und Bewertung der Dokumente durch die Menschen, die in den Akten dokumentiert sind, ist durch digitale Zugangswege und Speicherungen längst nicht mehr nur theoretisch möglich. Dies ist vor allem im australischen und kanadischen Kontext relevant, wo staatliche Dokumente die Unterdrückung der Ureinwohner aus einer Perspektive festhalten, die das Unrecht des Zwangsentzugs von Kindern beispielsweise oder der Ausmerzung kultureller Eigenständigkeit als rechtmäßig behaupten.
Diese Art von Intervention der in den Dokumenten beschriebenen Menschen ist auch generell zentral für Archive, für die Werbung um die Akzeptanz von Menschenrechte, Versöhnung und Wiedergutmachung stehen. Und hier auch noch ein kleiner Einwurf in Bezug auf das Stasi-Unterlagen-Archiv, denn das Stasi-Unterlagen-Gesetz ermöglicht tatsächlich genau das, dass in den Akten, was in den Akten von der Stasi dokumentierte Abläufe und Geschehnisse durch eine eigene Darstellung ergänzt werden kann, die fortan dieser Akte beigefügt ist und bei jedem Aktenzugang auch nachzulesen ist. Das ist komplexes Archivgut und Sie können sich vorstellen, dass jemand oft das Bedürfnis hat, das zu ergänzen, was die Stasi über einen bestimmten Vorgang dort aufgeschrieben hat. Und das Gesetz ermöglicht genau dies, das der Akte beizufügen und fortan bei jedem Aktenzugang zugänglich zu machen. Einige Archivwissenschaftler schlagen in der Beschäftigung mit diesen Modellen auch ein Umdenken der Rolle des Archivars und der Archivarin vor. Ebenfalls unter dem Schlagwort partizipatorisches Archiv entwirft Isto Huvila beispielsweise eine komplett neue Rolle für die Nutzerinnen von Archiven. Weil Digitalisierung den Zugang zu Archivgut ortsunabhängig macht und es die Verknüpfung von Informationen über das Archivgut sowie die Zugangswege revolutioniert, können ganz neue Ansätze in der Nutzerorientierung entstehen. Hustwiler postuliert drei zentrale Charakteristika für die Archivarbeit, die traditionelle Arbeitsweisen hinterfragen und die ich gern zur Anregung der Diskussion und nicht als Vorschlag zur Umsetzung unbedingt einbringen möchte. Also er schlägt vor, das dezentrale Korrektieren der Quellen, diese Aufgabe soll zwischen Archivarinnen und Nutzerinnen geteilt werden. Er verlangt eine radikale Nutzerorientierung. Im partizipatorischen Archiv hat Nutzbarkeit und Findbarkeit der Quellen eine höchste Priorität, noch hinter Erhaltung und dem klassischen Archivprozess. Und er wünscht sich eine Kontextualisierung sowohl der Quellen als auch des gesamten archivischen Prozesses. Damit sollen auch die Autoren der Quellen, die Arbeit der Archive und die Interaktion der Nutzer zum Kontext von Quellen gehören, in gleicher Weise wie das Provenienzprinzip und sonstige klassische Formen der Kontextualisierung von Quellen. Dass eine partizipatorische Informationssammlung funktionieren kann, das hatte ich gedacht, könnte der Kollege von Wikimedia uns gleich noch mal ein bisschen genauer vorstellen am Beispiel von Wikipedia. Aber das wird uns sicherlich auch weiter auf der Tagung begleiten, dass es ein enormes Wissensreservoir aus der globalen vernetzten Menschheit geben kann. Digitalisierung kann man also auch so verstehen als ein weit offenes Feld, den Wert der Archive für Gesellschaft und die Erzählung von unserer Geschichte neu umsetzen zu können. Selbst außerhalb der offenkundig erkennbaren Archive aus Unrechtskontexten gibt die Digitalisierung und die Freiheit dazu, stärker in den Dialog mit der Vielzahl an möglichen Nutzerinnen und Nutzern zu treten, sowie den Dialog über Demokratie und Menschenrechte auch über Archive zu führen. Das digitale Archiv der Zukunft hat doch noch eine lange Wegstrecke vor sich, das ist uns allen klar. Und weil es viele Anregungen braucht und sich durchaus auch herausfordern lassen sollte, möchte ich gern philosophisch enden mit den Worten der Philosophieprofessorin Petra Gehring, deren Beschreibungen nur mehr Ansporn sein können, die Kraft von Archiven auch jederzeit und überall für die Fragen der Menschen verfügbar zu machen. Sie sieht in Archiven Denkwerkzeuge, sie sieht sie als Gesprächspartner, Rekombinatoren, Stimulationsmaschinen und Generatoren von gelenktem Zufall. Sie sieht sie als gigantische Reflexionswerkzeuge in Wartestellung und mit Digitalisierung eigentlich auch mit einer permanenten Verfügbarkeit. Vielen Dank.